Sachen machen wir doch mal. Bilden nicht kleine Mozarts aus, sondern bilden vorrangig Allgemeinbildung aus, mit einem musikpraktischen Schwerpunkt. Die Kinder kommen erfreulich auf Schwung und wenn sie konsequent und sinnvoll mitarbeiten, natürlich mit Unterstützung des familiären Umfeldes, dann haben sie eine Chance, tolle Sachen zu machen. Im Kammerorchester zu spielen, im Schulorchester zu spielen, das ist selbstverständlich. Die Blasorchester der Umgegend zu bevölkern und ordentlich für Klang zu sorgen. Ist Perspektivbildung für Kinder, die auch später in großen Chören singen. Und diese Erlebnisse in der großen AG sind durch nichts anderes zu ersetzen. Mr. Burger, ich will doch nur ein paar Worte sagen. Ich habe gesagt, dass Sie gehen sollen. Sie und Ihre Freunde. Wissen Sie eigentlich, was dieser Mann im Begriff ist zu tun? Ich will nicht hören, was Sie dazu zu sagen haben. Sie doch bitte auf ihn. Er wird für Sie und uns alle in den Krieg ziehen. Also bei mir war das eigentlich das erste Mal, als wir mit einem, also für mich großen Chor aufgetreten bin. Da war ich 8. Klasse. Und da haben wir König der Löwen und Phantom der Oper gesungen. Und also die Musical-Stücke. Und das fand ich super geil damals. Und das war toll und kann ich gar nicht so richtig in Worte fassen. Also das war so richtig berauschend und ja, das war. Wird mir immer in Erinnerung bleiben. Hier am Atta haben wir ja ein sehr vielfältiges Musikangebot. Ich selber gehe auch in eine Musikklasse, bin im Schulorchester und im Chor. Wow. Ja, Schulorchester und Chor erst seit diesem Jahr. Und Musikklasse ist dann ja ab der 5. Und man lernt halt auch viel Neues kennen und das macht halt ziemlich viel Spaß, auch so mal andere Erfahrungen zu machen. So. Vierte Niedersächsische Streicherklassentag passen bei uns gut ins Bild. Ist natürlich aufregend, auch für Schulklassen, die von weit her zu Gast sind, alles gut vorbereiten und ausrichten. Das macht, das ist spannend. Aber dann mit 260 Schülern ein Stück gemeinsam spielen im Stadion. Da freuen wir uns drauf. Das haben wir nicht alle Tage.